Elmar, ein langes Winterhalbjahr ist vorbei. Ihr steht vor einer neuen Saison. Wie kommt ihr raus aus dem Winterhalbjahr als Team? Habt ihr euch gut vorbereitet und was hat die Vorbereitung vielleicht ausgezeichnet? Also ich denke, wir sind um einiges stärker geworden als Team im Zusammenhalt. Wir haben eine sehr gute Basis, die zurückgekommen ist von Jahren zuvor. Wir haben sehr gute neue Spieler dazu bekommen. Also im Trainingslager konnten wir eigentlich auf Teambuilding-Maßnahmen fast verzichten, weil das Trainingslager an sich schon sehr gut geeignet war. Also von daher freue ich mich eigentlich, meine Jungs nachher auf dem Platz zu sehen, leider ohne mich. Ja, du sagst ohne dich. Erklär uns bitte, was ist dir genau passiert und warum kannst du nicht spielen? Ja, letzter Spielzug im Trainingslager, das war im Scrimmage, war unspektakulär zusammengeprallt, beziehungsweise die Hand war im falschen Weg und habe mir daraufhin den Daumen, beziehungsweise das Gelenk im Daumen gebrochen. Und operiert werde ich nächste Woche und dann gucken wir mal, wie lange es dauert. Kannst du jetzt schon in irgendeiner Form sagen, wie lange du, ich meine, du bist ein erfahrener Spieler, das Team profitiert von deiner Erfahrung, wie lange wirst du ausfallen? Also im Ziel ist es eigentlich, dass ich das letzte Heimspiel mache mit Bandage, das wird dann auch ohne Hand sein und ich denke mal danach dann weiter. Also ich weiß es nicht, es kommt auf die Reha drauf an, wie das funktioniert, ob ich Schmerzen habe, wenn ich spiele, wenn Druck drauf kommt, wenn keine Schmerzen da sind. Dann werde ich das einfach bandagieren und werde dann mit einem Stumpf sozusagen spielen, weil muss sein, Herz ist einfach da. Okay, dann erstmal natürlich für dich gute Besserungen, alles Gute und dass du uns so schnell wie möglich wieder zur Verfügung stellst. Neue Saison, neue Mannschaft. Was wird diese neue Mannschaft besonders auszeichnen? Wo habt ihr euch am ehesten verstärkt? Ich glaube, die D-Line und unser Defensive Back. Einmal da werden wir viele Überraschungen erleben. Also wir werden sehr solide D-Line haben. Dann natürlich mit dem amerikanischen Quarterback, mit ihm, der ein sehr schneller, ja, sehr guter Spieler ist. Er hat einen sehr guten Überblick. Und ich denke, das Interessante, und davon werden die anderen Teams noch früh genug merken, sein Laufspiel ist auch sehr stark. Ansonsten gut, dass True wieder da ist. Mit seiner Größe kann er das Spiel aufflechten. Und ich glaube, genau diese Balance zwischen Lauf und Passspiel wird die Defense in den Wahnsinn treiben, weil sie sich nicht wirklich darauf einstellen können. Ja, und das wird richtig interessant. Dieser neue Quarterback Ian Mitchell, was bringt er, wie soll ich sagen, er bringt eine Menge Erfahrung mit. Wie ist er aufgenommen worden hier vom Team? Wie ist das mit der Teamchemie? Wird er akzeptiert als Führungsspieler? Erklär uns da so ein paar Internas. Ja, also er wird total, durch seine Erfahrung einfach, also er kommt auf Spielzug, er kommt aufs Feld, und hat eine Ruhe, die er ausstrahlt, die einfach auch den Rookies und die erst seit ein, zwei Jahren spielen, sehr entgegenkommt, weil man sich auf ihn verlassen kann. Also es ist keiner da, der nervös wirkt, sondern es ist ein wirklich sehr erfahrener, ruhiger Spieler, der dann die Situation auch wieder, wenn es mal nervös wird, kann er das auch wieder ruhig darlegen, also entspannen die Situation. Und das ist auch ein Riesenvorteil, den wir durch ihn haben, weil dann nämlich wir uns wirklich darauf konzentrieren können, was wir machen wollen, eigentlich spielen und Punkte erreichen. Und so als Team ist er aufgenommen und wie habt ihr ihn aufgenommen? Also seid ihr ein Team? Ja, wir sind definitiv ein Team. Und ihn mit seinem Center, wir verstehen uns sehr gut. Für die zwei waren es ein bisschen schwierig, weil wir doch sehr viel Deutsch reden. Aber sie sind definitiv im Team angekommen. Das hat sich auch im Trainingslager definitiv bemerkbar gemacht. Ja. Was sind deine Ziele? Was sind die Ziele für Universe, aber auch deine ganz persönlich? Persönlich, dass ich wieder spielen kann, so schnell wie möglich, dass ich da dem Team an der Seite stehen kann. Für die Universe Aufstieg, also definitiv. Ich will dieses Team zum Aufstieg bringen und das Team auch, das will aufsteigen, es ist heiß. Ich denke, wir können es auch schaffen. Die Secondary letztes Jahr, die sich sehr bemüht hat, ist um einiges erfahrener geworden. Das heißt, wir können dort auch ein bisschen zehren in der Rotation, das funktioniert dann auch ganz gut, weil wir uns auch da besser verlassen können drauf. Was wünschst du uns allen Zuschauern, Staff, Spielern, alle, die dazugehören zu dem Event? Spaß. Am Ende des Tages ist es mal alles Hobby. Wir werden nicht bezahlt. Von daher ist es das Herz und der Spaß, der Spaßeffekt, dass wir einfach aufsteigen, gutes Footballspiel spielen, alles geben, jederzeit, dürfen nicht schwächeln. Und dann klappt das auch mit dem Aufstieg. Also bin ich mir ziemlich sicher. Elmar, vielen, vielen Dank. Werd wieder gesund. Danke. Und dann eine gute Saison. Danke natürlich euch. Für dich und das Team. Danke.